Wieder zurück in Kena. Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Jetzt widmen wir uns dem finalen Geist zu, Toshi, den Anführer des Dorfes, den wir am Anfang des Spieles auch schon mal gesehen haben. Und da müssen wir jetzt hier in den eisigen Norden gehen. Das wird bestimmt nicht einfach. Willkommen zurück zum Let's Play und danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge oder allgemein täglich hier bei dem schönen Kena Let's Play. Schnellreisepunkt hier auch fertig. Frostig. Und Kena hat sich nichts weiter angezogen. Die Kälte macht hier nichts aus. Heilpflanzen sind das doch? Ist das schon eine der Erinnerungen? Okay. Dann wollen wir mal. Das wird nicht einfach. Ah, guck mal, das ist der Beschwörungsschrein für Toshi. Ich brauche hier wieder die drei Artefakte. Versteckt euch lieber. Wow. You have come far, Spirit Guide. But what is it that you truly seek? What are you hiding? Why are you here? I can feel your true intent. You pretend to care for these spirits, but really, you only serve yourself. You cannot hide your weakness from me. Wow. Videosequenzen werden auch immer besser. Hat er uns jetzt unsere Waffen und unseren Stein alles weggenommen? Dad is gone. Can you help me find him? Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me?
Jetzt kommen wir durch die Tore. Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different. Stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Das war die kleine Kena. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. Okay, deswegen. Er hat die Kreatur getötet oben am Berg. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. Und wir waren auch gerade im Geisterreich wirklich und mussten dann erstmal wieder hier in die Welt der Sterblichen wieder zurückkehren. Krass. You will need to cross over to search for them. Okay, jetzt muss ich also zu den ganzen Barrieren gehen und dann das Geisterreich betreten. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Okay. Überkreuzen. Neue Fähigkeit. Halte dein Schild mit L2 gedrückt und drücke R1, um einen Spurt hinzulegen. Benutze Spurt, um Angriffen auszuweichen und durch Geisterportale zu reisen. Spurt verbraucht deine Schildenergie. Na super. Toshis Angst. Beschreite den Pfad des Maskenmachers, um nach Toshis Relikt zu suchen. Toshis Liebe. Beschreite den Pfad des Kriegers, um nach Toshis Relikt zu suchen. Und Toshis Reue. Beschreite den Pfad des Jägers, um nach Toshis Relikt zu suchen. Jetzt brauche ich alle Relikte. Toshis Angst. Da geht's zuerst. Nee, kann ich mir aussuchen, wo ich zuerst hingehe. Toshis Liebe. Toshis Reue. Dann gehe ich doch hier zum... zu dem, der hier in der Nähe ist. Okay, das Relikt, also die Relikte sind also hier überall noch versteckt und gar nicht hier oben. Hier kann ich ihn wirklich dann nur beschwören, dagegen ihn kämpfen und dann erfahren, was da im Schrein passiert ist. Ist ja immerhin der finale Geist. Jetzt bin ich in der Geisterwelt. Pfad des Maskenmachers. Okay, sieht krass aus. Sieht richtig krass aus. Eine verfluchte Kiste. Na super. Besiege alle Feinde, ohne getroffen zu werden? Klar. Haha. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Darf ich denn blocken oder zählt das auch schon als Treffer? Thank you.
So. Zwei Feinde noch. Was ist das für ein Geist? Oh, der ist down. Aber der hier. Ist das so ein Klingtyp? Ich kann ihn nicht mal hier... hier dingsen. Hä? Ich kann nur durch die durchschlagen. Ah, ich muss durch ihn durchdashen. Jetzt sehe ich ihn. Da ist die zweite Bombe hingeflogen. Okay, Geisterwesen, wo ich erstmal hindurch dashen muss, damit sie richtige Gestalt annehmen. Und damit verbrauche ich halt auch meine ganze Blockenergie. Naja. Sag ja, es muss ja wieder was Schwereres dazukommen. So, dann schauen wir uns hier um. Das könnte diese Brücke sein, die... Genau, die hier. Die ich schon mal versucht habe zu reinigen. Wasserrad. Komme ich dahin? Okay, hier ist ein Kampf. Ach, Magier. Nervigst du von allen. Nee. Habe ich in der Geisterwelt eigentlich gar kein Leben? Sehe ich jetzt? Mein Leben regeneriert sich hier gar nicht, ey. Das ist ja noch heftiger. Bin ich permanent One-Shot in der Geisterwelt? Nee, jetzt habe ich Lebenspunkte. Hä, wieso hatte ich denn eben kein Leben? Vielleicht wurde das nicht richtig resettet, als ich die verfluchte Kiste gemacht habe. Jetzt habe ich wieder. Das war, glaube ich, nicht normal. Ah, er hat das gemacht. Er hat gezaubert, jetzt habe ich kein Leben mehr. Seit wann machen die denn sowas? Das ist ja krass. Da muss ich ihn versuchen, auf jeden Fall zu unterbrechen, damit ich nicht alle meine Lebenspunkte verliere. Krasse Fähigkeit von dem Magier, ey. So ein Arsch. Einmal unterbrochen. Geht ja auch mit dem Hammer zum Glück. Weg, weg. Ah. Ich lasse dir keine Pause diesmal. Jawoll. Einfach aggressiv gegen die... Oh, nicht gegen den. Gegen die Magier aggressiv vorgehen, damit die nicht zaubern können. Aber nicht gegen diese Sprengbomben hier. Gegen die nicht. Alter, was ist denn los hier? Hier voll rumgeschubst. Lass das doch mal. Na toll, die haben ja schnell weggeballert. Ja.
Boah, stirb endlich! Ich habe schon wieder keine Lebenspunkte mehr hier. Wow, wow, wow. Da ist ja noch einer. Dankeschön. Alter. Geisterwelt ist echt ungemütlich. Macht noch nichts. Ist das eine Post? Kann natürlich auch sein, dass ich einige Sachen erst machen kann, wieder, wenn ich wieder in der realen Welt bin. Und guck mal, selbst die Rod haben hier Fragezeichen über den Kopf und wissen nicht, was sie hiermit machen sollen. Das sieht aber fast so aus, als wäre das eine Geisterpost, der Sack. Was ist denn, wenn ich hier rumdashe? Von hier nach da. Nix. Dann gehen wir in die Gebäude rein. Da oben ist ein weiteres Tor. Das muss ich reinigen mit einer Dingsträne. Aber dahinter ist auch Wasser, da komme ich eh nicht durch. In den Gebäuden ist auch nichts. Kann ich denn hier überhaupt was finden in dieser Welt? Okay, das Zeichen hier. Normalerweise haben diese Zeichen immer irgendwas zu bedeuten. Ich höre komische Geräusche. Was war das? Hier oben ist auch nichts. Ah, geht noch weiter höher. Großer Turm. Ah, hier ist Post. Habe ich. Wenn ich einen Pfad fertig habe und dann sowieso wieder zurück muss ins Dorf, dann kann ich ihn dann auch gleichzeitig die Post wieder abgeben. Hier war ich noch nicht drin. Ah, da ist eine Träne drin, oder? Hä? Nee, das kann ich. Ah, das ist der Blumentopf, der hinten auf den Platz muss. Der muss hier raufgestellt werden. Das ist ein Weihrauchpott. Wo geht der denn lang? Jawohl. Okay, ich muss mich aber durchdashen. Das geht halt nicht auf. Komme ich vielleicht da oben hin? Okay. War hier noch was drin oder nur das Ding? Nur das. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Ja, genau. Hier bin ich dann rausgekommen. Okay. Ganz schön hoch. Da wird wieder gekämpft.
angefasst. Ah, warte. Warte! Den habe ich. Wie viel waren es? 2, 3? Den dann noch. Noch einer. Okay, das war's. Müsste ich gleich bei den Gegnern sein, ne? Ja, die spawnen doch jetzt gerade schon. Also solange sie die sind. Hey! Hab mich gar nicht erwischt. Schlag zuerst! Zuerst schlagen, hart schlagen! Keine Gnade, Sensei! Sag ich doch, passt! Sieht gut aus. Aber hier, das Wasser ist noch dreckig. Da ist wieder der Durchgang, okay. Diese ganzen Steine, die ich da aus der Säule rausballern kann, ey. Na, das wird ja auch interessant. Nicht runterfallen, sonst wird tot. Das Wasser ist sofort tödlich. Gut. Ah! Ach, diese Kanten von diesen Steinen, da rutscht man echt gerne mal ab. Muss ich auch was umdrehen oder so? Nee. Aber hier ist safe, ne? Hier kann ich mich erstmal ausruhen eigentlich. Oder ich gehe nochmal sterben. So, jetzt bin ich hier. Muss ich da oben? Ich glaube, ich muss mich hier durchballern durch das Portal, wenn der Stein da oben aktiv ist, dann komme ich da raus. Glaube ich. Also jetzt nicht so normal durch, sondern schon eher nochmal die Steine hoch. Hä, wo bin ich denn rausgekommen? Ich bin ganz woanders. Ich bin gar nicht da oben, wo ich gedacht hätte, ich komme dahin. Lol. Kann ich ja nicht wissen. Ich dachte echt, ich komme da oben raus. Alter. Die müssen auch noch gedreht werden, oder? Ah ne, ich muss dahin dann springen. Oh. Könnte knapp werden. Ja, die werden dann einfach weich, die Steine, fällst du durch. So. Hopp. So. Bombe, Bombe.
Na, kacke, muss von denen darauf. Und safe. Hui. Da sind wir nochmal lebendig rübergekommen. Oh, ein Blumenschrein, den ich noch reinigen könnte. Hätte ich jetzt einen Drachen dabei. Ja, Leute, wir sind in der Geisterwelt unterwegs, wo alles dunkel ist und alles gefährlich und alles will uns auch töten und gefährliche Steine. Wir machen in der nächsten Folge weiter und sind dann auf der Jagd nach den drei Relikten von Toshi, die sich hier in der ganzen Gegend nochmal befinden. Interessant, das Dorf. Das gehört aber alles mit zum Dorf hier. Verfluchte Truhen 5 von 6 ist nur die Kiste, die mir hier im Dorf fehlt. Blumenschrein finde ich jetzt hier nochmal. Geisterpost. Habe ich schon wieder eine gefunden. Die kommt da. Ach, hier in dem Bereich. Könnt ihr vielleicht auch schon die letzte Geister... Ne, eine Geisterpost fehlt noch. Eine kann ich noch finden und dann kann ich die hier abgeben und so weiter. Ja, geil. Ich hoffe, euch hat die Folge heute ein wenig gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses Let's Play, wenn es euch noch Spaß macht zuzusehen. Und dann gerne in der nächsten Folge wieder einschalten hier bei Kena. Macht's gut. Ciao.